Hallo liebe Minecraftler und herzlich willkommen hier zu den Update-News für die Minecraft-Version 1.4. Und auch schon im Singleplayer-Menü sind hier die ersten Änderungen zu verbuchen. Und zwar gibt es einen neuen Button, Recreate. Mit diesem Button könnt ihr eine Kopie einer ausgewählten Welt anmachen. Ihr könnt ihr dann zum Beispiel mal im Creative testen. Ihr klickt dann einfach auf zum Beispiel jetzt Creative, Create New World. Und dann wird die Welt, die ihr eben schon einmal hattet, noch einmal neu geladen. Und wenn wir jetzt gerade einmal wieder rausgehen, sieht man Copy auf Skyblock. Das hat also funktioniert. Mit der neuen Version wurden jetzt Steinzäune hinzugefügt. Dort kann man nicht rüberspringen. Es gibt leider noch kein Tor für diese Steinzäune, aber das sollte bald hinzugefügt werden. Eigentlich verhalten sich diese Zäune wie ganz normale Zäune. Es gibt sie in der Mosi-Cobble-Version und in der Cobblestone-Version. In dieser Version wurden jetzt auch eine neue Funktion hinzugefügt, und zwar sind das die Multiplayer-Settings. Hier könnt ihr nähere Einstellungen zum Multiplayer-Chat treffen. Auch wurden mit der neuen Version Kartoffeln hinzugefügt. Es gibt zum einen die giftige Kartoffel, die gebackene Kartoffel sowie die Kartoffel. Nun gibt es hier endlich die heiß ersehnte Moorrübe, zu einem in der goldenen Edition und in der normalen Version. Außerdem könnt ihr euch noch eine Moorrübe am Stick craften. Das Ganze geht dann ungefähr so. Dann habt ihr eine Moorrübe am Stick und jetzt besorgen wir uns mal ganz kurz ein Schwein und ein Sattel. Und zwar kann man mit dieser Moorrübe am Stick dann mit Schweinen reiten sozusagen. Also setzen wir zuerst mit dem Schwein einen Sattel auf. So können wir noch nicht bestimmen, wohin es läuft. Aber wenn wir jetzt mit der Moorrübe am Stick hier raufklicken, dann sollten wir bestimmen können, in welche Richtung das läuft. Ein bisschen verbuggt ist das noch, aber Schweine essen, glaube ich, die Moorrüben ganz gerne. Können wir auch mal ganz kurz ausprobieren. Ach, wie schreibe ich denn das? Carrot heißt es ja. So. Eine Moorrübe für Schwein. Und da sieht man, das Schwein freut sich wie sonst was über die Moorrüben. Ob Schweine wirklich Moorrüben essen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr Schweine mit Moorrüben glücklich machen. Oh. Und auch am Höllenportal soll irgendetwas geändert worden sein. Was? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es noch weitere Änderungen in der Hölle. Wenn man jetzt im Creative-Modus durch das Höllenportal geht, kommt man extrem schnell durch. Im Survival-Modus dauert das Ganze dann noch etwas länger. In der Hölle ist sozusagen jetzt ein Höllenherrscher zu finden, aber die müssen wir uns erst selbst erstellen. So ähnlich wie ein Eisengolem, ganz anders als ein Eisengolem, aber wir setzen uns einfach hier in dieser Formation einmal Soul Sand so dahin und setzen dann die Skelettköpfe, zu denen ich später noch komme, einmal hier oben drauf. Und gespawnt ist der Viper. Viper, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, das ist der Herr der Hölle. Der lädt jetzt, wie man da oben gerade sieht, noch seine Leben ganz kurz auf, bevor er zu einem bösen Tier erwacht und erstmal alles im Umkreis von sich wegsprengt. Greifen wir diesen Viper an, der übrigens 3 Köpfe hat, ist er erstmal sehr böse auf uns und wundert sich natürlich, dass wir fliegen können, weil wir im Creative-Modus sind. Spawnt man diesen Viper in der richtigen Welt, dann wird die Umgebung alles ein bisschen dunkler und er schießt mit solchen Feuerkugeln irgendwie nach uns. Ich würde euch nicht raten, dieses ganze Ding hier in der normalen Welt zu machen. Ihr seht, die Lebensleiste schwindet schon. Mal sehen, ob wir ihn gleich noch richtig wegkriegen. Das wäre relativ gut zu Demonstrationszwecken. Ich bitte zu entschuldigen, dass es zurzeit ein bisschen hier lackt in der Hölle. Keine Ahnung, was es ist. Er verteidigt sich jetzt immer härter, sobald er immer weniger Leben hat, wie ihr da oben seht. Und jetzt ist er auch schon tot. Und ihr bekommt da Experience raus und dann eigentlich auch ein Nether Star, also Never Star. Der sieht dann hier so aus. Und aus dem machen wir uns jetzt mal die neuen Bacon Block. Und hier sind wir auch schon beim Crafting des Leuchtfeuers oder besser bekannt als Bacon Blocks angekommen. Und zwar setzen wir unten einmal eine Obsidian-Plattform, dann den Nether Star, den wir eben mühevoll vom Nether Boss Star errungen haben, und bekommen dann einen Bacon Block.
Und dieser Block macht sozusagen eine Art Leuchtfeuer. Setzen wir den, passiert erstmal nichts. Hm, komisch. Wir müssen nämlich zuerst eine 3x3-Plattform bauen aus Eisen, Smaragden, Diamanten oder Goldblöcken. Und darauf setzen wir dann den Bacon-Block und dieser schießt einen Lichtstrahl bis zur Baugrenze, also 256 Blöcke, glaube ich noch, in den Himmel. Man sieht, das sieht relativ schön aus, die Textur hier auch. Aber den zerstören wir jetzt erstmal wieder. Aber dieser Bacon-Block hat verschiedene Effekte. Wir machen einfach mal einen Rechtsklick darauf. Und zwar könntet ihr jetzt, indem ihr zum Beispiel mal einen Diamond besorgt, also wir holen uns mal kurz einen Diamond ins Inventar und legen den kurz hier rein. Und dann sollte man auswählen, was für einen Effekt dieser Bacon-Block haben soll. Ihr könnt entweder Speed auswählen oder wegen mir auch schnelleres Abbauen heißt das, glaube ich. Wir wählen mal Speed aus und klicken dann auf den Haken. Und jetzt sind wir hier eindeutig schneller, man sieht es, aber das Ganze hört ab einem bestimmten Radius auf und alle 4 Sekunden beginnt dieser Effekt von vorne. Das Ganze könnt ihr aber auch in Minecraft-Wiki näher nachlesen, da gibt es noch eine ganze Menge Dinge, die man da machen kann. Ihr seht, ich renne jetzt auf jeden Fall schon um einige schneller. Wenn ihr eine etwas größere Pyramide baut, werden die Effekte eines Bacon-Blocks immer größer und 2 Bacon-Blocks nebeneinander, seht ihr, gehen doch. Ich dachte schon, da geht irgendwas nicht. Machen wir hier mal einen Rechtsklick drauf und besorgen uns dann mal einen Diamond wieder ins Inventar und legen den mal hier rein. Ihr seht, diese ganzen Items hier könnt ihr verwenden. Dann wählen wir wieder hier, da die Pyramide jetzt höher ist, haben wir mehr Auswahl. Zum Beispiel Jump, Boost, Häschen, Dingens, Dongens, klicken auf Don. Und jetzt hätten wir so ein Jump Boost scheinbar, wobei ich von dem jetzt gerade nicht sehr viel mitkriege. Und ich habe noch eine Pyramide aufgebaut und ja, das dauert dann kurz, bis dieser Lichtstrahl nach oben geht. Und wenn wir hier einen Rechtsklick drauf machen, ein Item reinlegen und jetzt mal zum Beispiel den Häschen-Effekt nehmen, dann haben wir wieder den Jump-Boost, der hier jetzt noch 8 Sekunden anhält. Ja, das waren eigentlich auch schon die Effekte des Bacon-Blocks. Das Ganze geht mit noch einer Pyramide höher, noch einmal mit einer Basis von 9x9, das ist eine Basis 7x7, 5x5, 3x3. Und das war es eigentlich zum Bacon-Block, diesem neuen komischen Leuchtfeuer. Und da geht es auch schon weiter. Falltüren lassen sich jetzt auch so eine Art von oben hier setzen. Es geht zwar von unten und auch noch von oben. Das ist so eine kleine Neuerung, die habe ich eben gerade noch nebenbei entdeckt. Und ihr seht, das klappt dann anders als zum Beispiel dieses hier. Das ist eine weitere Neuerung, aber eigentlich wollte ich euch hier mal die Blumentöpfe zeigen. Die gibt es jetzt nämlich auch. Das Crafting-Rezept für diese gesamten Dinge, die ich jetzt hier gerade zeige, sind irgendwo im Video eingeblendet. Und dort können wir dann eine Blume drin pflanzen, ob eine gelbe oder eine rote Blume, ist egal. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, denn dahinter noch so ein malerisches Fenster, wo Skelette reingucken. Ach, es kann so schön sein in Minecraft. Wir gehen mal ganz kurz um die Wand rum, denn jetzt gibt es auch einen Bilderrahmen. Dieser Bilderrahmen, wenn man ihn setzt, sieht noch relativ leer aus. Crafting-Rezept, wie gesagt, jetzt hier im Video verlinkt oder zu sehen. Aber da könnt ihr, wenn ihr einen Rechtsklick macht, jedes Item hier reinpacken. Bei einem weiteren Rechtsklick dreht sich das Item dann noch. Sieht ein bisschen komisch gerade aus. Ja, naja. Nehmen wir mal irgendein anderes Item. Hier könnt ihr eigentlich alles reinpacken, was ihr auch immer möchtet. So zum Beispiel dieses Holzstück, das Ganze könnt ihr dann noch drehen, wie ihr möchtet, drehen und wenden. Oder ganz lustig sieht das eigentlich auch aus bei einem Werkzeug, besonders bei einem Diamantwerkzeug. Das besorgen wir uns mal ganz kurz. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch entscheiden, wie rum das Schwert hier gedreht sein soll. So ist eigentlich am schönsten. Und so könnt ihr euch Bilderrahmen mit Items auch schon wieder aufhängen. Dann gibt es diese merkwürdigen Masken, die ihr ebenfalls an die Wände machen könnt. Die bekommt ihr, wenn ihr die jeweiligen Monster, nachdem das hier eben aussieht, zum Beispiel den Creeper tötet, mit einer geringen Chance droppt dann so eine Maske hier. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles, was ihr mit den Masken machen könnt. Und zwar könnt ihr euch diese auch auf den Kopf setzen. Dafür müssen wir jetzt erstmal schaffen, hier in den in einen anderen Modus zu kommen. So, Chat mal ganz kurz angezeigt. Hoffentlich geht das jetzt gerade. Game Mode 0.
Ja, da sind wir auch schon im Survival-Modus. Und Skeleton Skull, wir können uns das jetzt auf den Kopf setzen. Und jetzt sehen wir aus wie ein böses Skelett, wenn jetzt uns jemand in den Weg kommt. Hilfe, wir sind ein Skelett. Und das Skelett freut sich, dass wir so aussehen wie es. Aber trotzdem will es uns natürlich weiterhin abschießen. Gut, weiter geht es. Die Masken könnt ihr euch natürlich alle aufsetzen. Ihr könnt euch zu euch machen, aber dann habt ihr irgendwie so einen fetten Kopf. Nicht immer gerade ganz so lustig, aber ich finde die Masken gut. Dieses Viper-Skelett, den habe ich erst noch vergessen zu erwähnen, gibt es jetzt übrigens auch in der Hölle. Aber da waren wir ja nun schon. Mit der neuen Version könnt ihr euch jetzt ebenfalls über Holzknöpfe freuen. Ich glaube, die craften sich genauso wie normale Knöpfe. Crafting-Rezept aber jetzt hier im Video gerade zu sehen. Ihr seht, wir klicken darauf, das funktioniert hier alles. Das Problem ist nur, nein, es gibt kein Problem, es gibt noch eine weitere Neuerung. Und zwar, ihr seht, dieser Pisten fährt sich ja hoch. Aber ich habe hier mal einen Repeater so seitlich noch angeordnet. Und wenn wir den jetzt aktivieren, dann sieht man, erscheint hier so eine Sperre. Und würden wir jetzt das hier aktivieren, kommt das Signal nicht zum Pisten durch. Das heißt, ihr könnt jetzt solche Überkreuzungen machen. Für die Redstone-Experten unter euch ist das vielleicht ganz praktisch, wenn ihr da noch irgendwie solch eine besondere Sperrung machen könnt, löst ihr das dann wieder auf. Und dann könnte das Signal hier wieder ungehindert durchgehen. Das funktioniert also soweit noch alles. Aber so zum Beispiel wäre das jetzt blockiert. Und dann kann das Signal auch nicht wieder ausgehen. In diesem Fall, bis auch wenn wir das hier wieder deaktivieren, geht das Signal aus. Das war es eigentlich auch schon zu den Redstone-Neuerungen. Da ja nun Halloween kurz vor der Tür steht oder vielleicht bei euch schon vorbei ist, gibt es auch einige Halloween-Neuerungen in Minecraft. Und zwar ist das vor allem die Witch oder die Hexe. Ihr könnt also Hexenverbrennung in Minecraft machen, wenn ihr das möchtet. Gespawnt wird die einfach ganz normal. Macht nichts, tut nichts, will euch glaube ich aber im Survival angreifen. Schauen wir mal ganz kurz. Game Mode 0 hier gerade. Und da seht ihr, die Hexe vergiftet uns mit Wurftränken und das wollen wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Die Hexe ist also in Tränkebrauen sehr gescheit. Wenn wir die sozusagen schlagen, heilt die sich selbst, ihr seht das, mit einem Heiltrank, so dass es ihr danach relativ wieder gut geht. Also wenn ihr sie tötet, kommt jetzt komischerweise ein Stick, keine Ahnung was das soll. Aber hier gibt es jetzt gerade wegen den ganzen solchen Blöcken hier noch ein paar Effekte. Aber ihr seht, das ist eigentlich die Hexe. Heilt sich mit Tränken selbst, wirft Wurftränke auf euch. Einfach so ohne Grund. Ja, das war's auch schon zur Hexe. Aber es gibt noch eine weitere Halloween-Neuerung und das sind die Bats oder Fledermäuse, wie ihr sie vielleicht besser kennt. Ihr seht, da flattert sie, die kleinen Fledermäuse. Ich hoffe eigentlich, dass die sich jetzt gerade mal hier von unten gegen die Decke hängen, denn das machen die, wenn ihr weit genug weg seid. Wir können ja hier nochmal ein paar spawnen, ihr seht, die machen eigentlich gar nichts. Manche Leute haben ja auch Angst vor Fledermäusen, also bitte nicht in meinen Kopf gehen und Angst vor Fledermäusen haben. Ich gucke gerade, ob die mich angreifen. Nein? Oh, doch. Oh ne, das war das Skelett. Gut, ihr seht, jetzt fliegen hier eine Menge Fledermäuse umher. Eigentlich habe ich das da oben gebaut, damit die sich da auf den Kopf anhängen, denn das machen sie zum Beispiel in Höhlen. Also nicht wundern, wenn ihr auf Höhlenexpedition seid und da plötzlich irgendwas Komisches auf dem Kopf hängt. Wenn ihr euch nähert, dann, was würde ich sagen, was passiert dann? Dann fallen die automatisch von der Decke runter. Ihr stört also ihren wohlverdienten Schlaf. Und sie wachen sozusagen wieder auf, diese kleinen Fledermausgeschöpfe. Und da hängt doch schon eine mit dem Kopf in der Decke in diesem Fall. Und kommt man näher, sieht man, fliegt sie auch schon wieder weg. Ein paar kleine Änderungen gibt es noch beim Handeln mit NPCs. Und zwar könnt ihr, indem ihr mit denen handeln, den Handel sozusagen verbessern. Wir haben hier natürlich Emeralds und keine Diamanten bei denen da reinlegt. Außerdem gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten. Entweder kann er hier zum Beispiel eine Diamant-Axt mit Emerald gegen eine Diamant-Axt mit Effizienz umtauschen. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die er hat. Schlagt ihr aber einen NPC... Gut, das ist doch nicht so. Ich dachte, da kommt dann so eine Handelsverschlechterung sozusagen raus. Aber dem ist nicht so. Außerdem können NPCs jetzt von Zombies infiziert werden. Dafür spawnen wir uns mal ganz kurz... einen Zombie. Wenn dieser Zombie dann hier im Dorf, irgendwie im NPC-Dorf einfallen, ihr seht, die verfolgen den NPC schon mal.
Allerdings wird er dann infiziert und dann kommt ein Zombie-NPC raus. Ihr seht, der schlägt jetzt selbstständig gerade den Villager und die versuchen, den zu töten. Und manchmal, wenn man Glück hat und wenn der NPC eher Pech hat, dann kommen hier auch Zombie-NPCs raus. Dieser Fall ist allerdings eher selten und die haben dann auch noch keinen besonderen Effekt. Und jetzt hatten wir leider gerade keinen Glück, hier einen Zombie-NPC zu sehen. Aber egal. So schlagen wir den Zombie und den NPC. Naja, so richtig funktioniert das noch nicht, aber Zombies verfolgen jetzt NPCs. Es gibt jetzt einen Controller-Block sozusagen, über den ihr Befehle eingeben könnt. Den könnt ihr euch aber nur als Admin auf einem Server zum Beispiel mit /give cheaten. Außerdem sind Mods und Plugins jetzt einfacher zu installieren. Das hängt mit irgendwelchen Neuerungen in der Minecraft.jar zusammen. Die Minecraft-API wird jetzt Workbench heißen, was auch immer das gerade ist. Hier habe ich ihn gerade entdeckt, den kleinen Zombie-NPC-Villager. So sehen diese kleinen NPC-Zombie-Villager übrigens aus. Es gibt nun noch mehr Befehle im Chat, so zum Beispiel /spawnpoint. Damit könnt ihr den Spawnpoint versetzen, wenn ihr dann sterbt, werdet ihr dann höchstwahrscheinlich dahin zurückgewiesen. Ich gucke mal, ob das geht. Kill Hugo 3010. Und dann stehen wir hier an unserem Spawnpunkt, den wir gerade festgelegt haben. Oder wir setzen jetzt beispielsweise mal hier den Spawnpunkt hin und töten uns natürlich nicht. Aber ihr seht, wir sind jetzt automatisch an dem neuen Spawnpunkt. Mit /pvp und dann on kann zum Beispiel eigentlich der Admin noch ein paar mehr Einstellungen machen. Aber ihr seht jetzt zum Beispiel hier die gesamten neuen Befehle. Zum Beispiel könnt ihr die Schwierigkeit verändern, auch auf einer LAN-World. Wir gehen mal auf Hilfeseite 2. Dann kann man den Seed anzeigen, Spawnpunkt für einen Spieler versetzen, /say zum Beispiel so eine Art Rundruf senden. Dann könntet ihr... was /publish ist, weiß ich gar nicht. Probieren wir das einfach mal aus. Wir haben ja Zeit, /publish... ach ja, dann sehen wir, wo das lokale Game gehostet ist, also sozusagen die IP von eurer LAN-World. Und zu guter Letzt gehen wir jetzt nochmal ganz kurz, ohne den Caps Lock zu benutzen, in die Hilfeseite 3. Und dort sieht man, könnt ihr euch XP cheaten, das Wetter verändern und außerdem irgendwie was mitteilen. Mal sehen, ob das geht. Tell, dann ein Spielername. Also nehmen wir mal einen Spielernamen. 3010. Das Ganze geht hier übrigens nur, wenn auch die LAN-World aktiviert ist. Und das ist eine private Message an einen anderen Spieler, bloß halt nicht an euch selbst. So, und nun habt ihr es endlich geschafft. Mit einem Blick auf diese komisch verunstaltete Insel mit allen 1.4 Sachen möchte ich mich verabschieden. Bitte nicht unbedingt so ärgerlich sein, wenn ich jetzt ein oder zwei Änderungen vergessen habe. Das kann gut möglich sein, denn es ist wieder ganz schön viel, finde ich eigentlich, als mein persönliches Fazit. Ganz praktisch, aber manches ist dann doch auch wieder unnötig, wie zum Beispiel der Bacon-Block, wo ich denke, dass der eher selten genutzt wird. Hingegen finde ich sehr, sehr gut die Steinzäune, die sich auch hervorragend zum Bauen eignen. Ob die Hexe nun auch mitten im Sommer sozusagen in Minecraft was zu suchen hat, macht euch da eine eigene Meinung. Die Redstone-Neuerung eigentlich ganz in Ordnung. Alles im Allen ein nützliches Update, wobei auch unnötige Features enthalten sind. Also versucht es euch einfach mal herunterzuladen. Am 24.10. kommt das Ganze raus. Also heute, am heutigen Tage, keine Ahnung wann. Ich schätze mal so gegen 18 Uhr, sobald dieses Video auch schon freigeschaltet ist. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal Minecraft News und nächstes Mal Update News hier auf meiner 07. Bitte abonnieren nicht vergessen. Tschüss.